So, weiter geht es mit einer friedlichen und ruhigen Runde Siedler Online. Bitte nehmen Sie den Schluck aus dem Arsch. Ich möchte meine Abonnenten nicht verschrecken, deswegen reden wir jetzt in einem ruhigen Ton. Ich habe Straßen gebaut. Große Straßen, die sich verändert haben. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt ge leicht gepflasterte Straßen. Die waren von einer Aufnahme zur anderen da. Ich habe meine Lagerhäuser ausgebaut. Das hatten wir, glaube ich, noch in-game gemacht. Ach, was habe ich jetzt einfach alles offscreen gemacht? Ich habe doch mehr Baumpflanzer gestellt. Ich habe noch eine Kupferschmelze gebaut. Und noch eine Kupferschmelze. Noch eine und noch eine. Noch mehr Werkzeug schmieden. Und ich baue jetzt gerade noch eine Köhlerei, weil ich gesehen habe, dass mein Kohlevorrat quasi zurückgeht. Aufgrund des fehlenden Kohlevorrats. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch ein paar Missionen machen, bevor ich jetzt weiß, ob ihr es toll findet oder nicht. So, wir müssen einen General anwerben. Einen General anwerben. Mann, war die Quest schwer. Ein neuer General tritt seinen Dienst an. Ihr könnt ihn in den Sternmenü finden. Danke. So, das war das. Haben wir aber eine neue Quest. Jetzt dürfen wir bestimmt bald kämpfen. Um euren General Einheiten zuzuweisen, müsst ihr ihnen eine Garnison errichten lassen. Geht in euer Sternmenü, klickt ihn an und klickt auf ein grünes Feld auf der Karte. Wird sich dann so gleich auf den Weg machen und eine Garnison errichten. Das machen wir auch gleich. Ich will jetzt nur erstmal, weil wir haben noch was. Fruchtbarer Boden. Hallo, ich grüße euch. Wir haben vor einigen Tagen Bodentests gemacht und festgestellt, dass der Boden hier sehr fruchtbar für Weizen ist. Selbst Kuhfladen sind sehr fruchtbar für Weizen. Daraus können wir dann Brot backen. Was haltet ihr davon, Kuhfladen, Bauernhöfe zu bauen, um Weizen anzupflanzen? Besitzt mindestens zwei Bauernhöfe. Besitzt mindestens ein Getreidefeld. Okay, dann wollen wir mal gucken. Produziert habe ich überhaupt genug. Ich habe fast gar nicht genug Hämmer, so ein Mist. Muss mal schauen, was wir jetzt überhaupt hinbauen können. Vorkommen fehlt. Achso. Da bauen wir doch erstmal ein Getreidefeld. Das sieht ja geil aus. Süß. Ich baue jetzt extra nah an das Lager ran. Hier steht das doch gerade. Einmal das. Einmal dahin. Und noch eins. Ja, ich finde, hier steht das gut. Sagen wir mal schon mal Straßen drumrum, einmal festpinnen. Und einmal zack. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das fertig ist. Ja, blöd jetzt. Ich habe einige Juwelen ausgegeben, um meine Kupfermine fertigzustellen. Wieder aufzuführen. Das ganze Problem ist das, wenn die leer sind, stürzt die Mine ein. Ihr seht, ich habe die hier aufgepäppelt auf Stufe 2. Stufe 2, Stufe 2. Das ist relativ einfach, weil das nur mit Hämmern geht. Also ich brauche keine Edelsteine oder Gold oder so. Nur wenn es leer ist, dann stürzt die Mine ein und die sind wieder bei Stufe 1, was ich relativ witzlos finde. Deswegen sollten wir in Zukunft darauf aufpassen, dass wir möglichst die Lager nicht leer, also die Vorkommen nicht leer lassen werden, sondern wirklich auch besetzen, wieder auffüllen. So. So, und bevor ich jetzt mich hier noch mehr verquassel, machen wir jetzt hier mal den hier. Ich soll ihn auf ein leeres Feld schicken. Machen wir doch da. Dann ruf du mal da nach Truppen. Euer General begibt sich zu begibt sich zu einer neuen Position. Er läuft hier wahrscheinlich quer. Nee, das ist ein Elch. Da ist er. Mit fertig, wird bekloppt. Hier, der Fischvorrat ist auch leer inzwischen. Muss mal gucken. Weil die gehen mir bald nämlich aus. Hier hinten war irgendwo noch ein Vorkommen. Da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Also davon habe ich erstmal genug. Wie viel haben wir nicht auf Lager jetzt mit den Fischen? 358, da kann ich ja wieder eine volle Ladung machen. Bitte eine volle Ladung. Zack. So, die Garnison wird errichtet. Achso, sie wird errichtet wie alles andere, aber ich muss. Sie kommt nicht in die Baureihenfolge, genauso wie das Getreidefeld nicht. Ah, ich kann das aufstellen, es hat dann 200 Getreide. Das ist interessant. Achso, steht sogar, enthält 200 Getreide. Und die bauen das dann in aller Seelenruhe ab. Ich könnte da noch eins hinsetzen und da noch eins hinsetzen.
Kostet ja keine Bauern, also was soll's, mach ich doch gleich doch mal. Jetzt fehlt mir irgendwas. Achso, Warteliste ist voll. Quest abgeschlossen. Eine schöne Garnison. Jeder eurer Generäle hat seine eigene Garnison, wo ihr zum wo ihr ihm Einheiten zuweisen könnt. Ihr könnt sie generell auf jedes grüne Feld setzen. Cool. Ich hab mich von diesem Freund getrennt, weil er hat irgendwie nicht weitergespielt. So, Bauernhof ist gleich fertig. Garnison ist fertig. Haben aber noch ein Getreidefeld. Weil es mir so gut gefällt. So, das ist das. Was haben wir hier noch zu tun? Baut mindestens zwei Bauernhöfe, sind wir bei. Der Kampf. So, gut, da kann ich noch nichts weiter machen. Die sind auch geschlossen. Also ich habe im Prinzip alles auf dem neuesten Stand, was Quests betrifft. Knochenfund. Ja gut, wir brauchen ein neues Steinvorkommen. Das werden wir erst finden, wenn eine von den Minen eingestürzt ist, von den Vorkommen. Und das wird leider noch ein bisschen dauern. Obwohl ich gerade mal hier die wieder aufpäppeln könnte. Steinbruch. Also mit Fisch versorge. Und Fischi. So, den Korb hätte ich nicht so billig verkaufen sollen, weil der ist offensichtlich echt wertvoll. Das habe ich hier inzwischen kennengelernt. Was ist das? Ich finde euch folgende Ressourcen. Mir fehlen Hämmer. Ich werde benebelt. Dann weg damit. Gut. Ich will den auch nochmal zurück. Ich weiß ja nicht, ich will jetzt vielleicht noch irgendwas bauen. Jetzt habe ich keine Hämmer mehr. Weg. Und it's gone. So, was kann ich hier machen? Komfortschau. Versetzen, zurückziehen. Angreifen, wartet auf Befehle. Nahkampfeinheit. Geringe Anzahl an Lebenspunkte, geringer Schaden. Kanoniere. Geringe Anzahl an Lebenspunkten, sehr hoher Schaden. Sehr schön. Elite Soldaten, Bogenschützen, Miliz. Achso, seht mal, jetzt hat das hier sogar einen Radius. So ein Verteidigungs- oder Angriffsradius. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist mir auch Lette. Will mal sehen, wie sieht denn das jetzt hiermit aus? Kupfer geht langsam hoch, aber ich könnte im Prinzip noch eine Köhlerei gebrauchen. Oh. Was ist das? Ich habe nicht genug Holzfäller. So, ich bin nicht genug Holzfäller. Ja, jetzt peile ich den Satz. So, Belohnung, nochmal 30 Sterne. So, jetzt komme ich gleich in die nächste Quest. Es ist mindestens zwei Getreidefelder. Ah, oh mein Gott, du kannst mich echt mal so an die Füße fassen. An die Füße fassen. Eins kann ich mir leisten. 20 immer. Nein, kann ich mir nicht. Dann gucken wir noch mal in den Handelschannel. Ich brauche, wie heißt das Ding? Werkzeuge. Werkzeuge. Achso, sie verkaufen sie gegen Goldmünzen. Das ist natürlich nicht schlecht. 100. 340. Achso, ist die einzige Seite. 50 für 800 Steine. So teuer wollte ich sie jetzt eigentlich nicht kaufen. Hier sind 50 für 9. Ach, ich liebe Pfennigfuchsen. Gibt es irgendwo 100 für 14? 22. Ich kann sortieren, das ist ja schön. 101 Hammer für 15 Goldmünzen. 30, 800. Das ist teuer, das ist sehr teuer. 56 für 10. Hm. 100 für 15. Oh, ich nehme den hier. Angebot annehmen. Gib mir mal die Hämmer. Ich brauche sie, weil ich will jetzt hier ein bisschen aus aufnehmen. Ich kann ja nicht alles offscreen machen, deswegen habe ich jetzt einfach mal Hämmer gekauft. So, scheiß drauf. Jetzt brauche ich noch ein zweites Getreidefeld. Das ist näher. Das sieht näher aus. Tempus hatte eine Frage. Ja, ich könnte die Hämmer auch selbst herstellen. Sie fragt, ob ich sie selbst herstellen kann. Ja, tue ich auch fleißig. Allerdings verbrauche ich mehr, als ich herstelle, weil ich eben keine Geduld habe und alles auf einmal baue. Daran bin ich also im Endeffekt im Selbstschutz.
So, wir brauchen dringend mehr Holzfäller. Was kostet ein Holzfäller? Wisst ihr, dass an dem Wort Holzfäller ich nicht ohne Lächeln vorbeikomme, weil ich muss immer dieses Wort auf Englisch sehen. Holzfäller. Hey, Feller, mein Kumpel, das ist so schlimm. Man, an R, ja, von, wie heißt die Sendung gleich? Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da zimmert. wie sieht Nana ein Lagerhaus bauen? Was? Ah, die sind doch schön unbesetzt. Holz, Feller, 32 Sekunden. So, mal aufpassen. So, die Kiste haben wir auch gleich. Die sind alle verschlossen. Na gut, dafür bräuchte ich noch jemanden. Da wird sich bestimmt einer von euch noch bereit erklären und das kommt irgendwann. Bau mal das Getreide, fällt schneller auf. Sonst hau ich da eine drauf. Was haben wir hier? Fische? Was ist denn das Getreide vorkommen? Ja gut, Holz geht zurück, das ist klar. Okay, doch da, 0. Sehr schön. Was, 113 in 12 Stunden? Das heißt, in einem Tag... An einem Tag verbrauchen zwei Bauernhöfe ein Getreidefeld. Das heißt, mit zwei Getreidefeldern bin ich zwei Tage sicher, ohne dass ich was neu nachbauen muss. Das ist legitim. Oder wächst das nach? Kann ich das aufbauen? Nö. Die sind voll dabei. Das ist auch okay. Oh, ich Idiot. Ich habe was Falsches gebaut. Ich bin so ein Penner. Weg damit. Brauche ich drei davon. Ja, bekommen wir folgende Rohstoffe wieder. Ja. Ich wollte ein Getreidefeld bauen. Ich habe nur auf das Getreidezeichen geachtet, ich Depp. Warum hat Tidal Tempest mich nicht aufgehalten? Tauben runter für Tidal Tempest. Ich werde dich mit der Hammer sparen können. Ich wusste doch, dass ich dafür keinen Hammer brauche. Hast du die Holzfäller schon fertig? Ja. Wie Ameisen bewegen die sich übers Feld, die Siedler. Das sieht so eklig aus. So, haben wir noch ein paar Straßen. Die kosten ja nichts. Kann ich so viel von bauen, wie ich will. Schon kommen, wenn die ganze Siedlung fertig ist, dann habe ich ständig irgendeinen Mist zu bauen. So, nochmal 30 Sterne, damit dürfen wir steigen. Ja. Was bekommen wir? Brunnen, Brauerei und Bronzewaffe-Schmiede. Oh, und 200 Holz und Steine. Schick, schick, schick. So, die Bauern haben ihre Arbeit aufgenommen und ernten schon fleißig Weizen, aber um letztendlich Brot herzustellen, brauchen wir noch Wasser. Ups, das bekommen. Blöde globale Einstellung. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Hallo. Was noch? Zum Brunnen, da müssen wir direkt am Bauernhof. Die müssen aber nicht direkt am Bauernhof stehen. Da müssen wir das Wasser aus dem Lager holen. Ich brauche einen Brunnen, damit sie sich das Wasser aus dem Lager holen. Bin ich bescheuert? So, ich habe immer noch nicht genug Holz. Dann bauen wir doch noch zwei Holzfäller. Vorkommen fehlt 40 Sekunden. Vorkommen fehlt. Wieso gehen die als dem vorkommen? Das ist, glaube ich, noch eine Köhlerei gebaut, deswegen brauchen die zu viel Holz mehr. Aber der verbraucht Baumstämme, keine, würde ich sagen, keine Bretter. Nee. Da brauche ich nicht noch eine extra Sägemühle. Oh, mir gehen die Leute aus. Sollte vielleicht ein bisschen Spaß haben mit allem sein. Aber Spaß haben. Wir brauchen einen Brunnen. Brunnen. Da. Was kostet der? Nichts.
So. Nah ans Lager ran. Oh, ich baue ihn einfach dahin. Ah, der muss auch besetzt werden, seht ihr? Aber so Siedler, ich habe 50 von 50. Das heißt, ich muss allmählich anfangen, die Häuser, die ich nicht wirklich brauche, niederzumetzeln. Dann fangen wir doch an. Nö, Details, kann ich das hier nicht einfach irgendwie einreißen? Nö. So, das, ich habe einen Fischer selbst. Moment, das sieht falsch aus. Da, Gebäude abreißen. Bam. Das habe ich eigentlich schon nicht gebaut. Ich habe wie viel. Ich habe so viele Steinbrüche. Ich hätte es nicht alles niederreißen, nur halt das, was ich wirklich gar nicht brauche. Die Lagerhäuser brauche ich. Die Werkzeugschmiede lasse ich auch noch stehen. Das werde ich alles nachher noch ein bisschen eindämmen, aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Leute. So, und offensichtlich brauche ich auch für den Brunnen eine Person. Nächster Siedler ihn gar nicht, weil wir haben 50 von 50 erreicht. Wie sieht es eigentlich aus? Das ist. Achso, das sind die Gilden. Da wollte ich auch nicht hin. Wo war denn der Stern? Ach, da. Vorkommen, Beziehung, nee. Was kostet denn, wenn ich noch mehr Siedler haben will? Da. 95. Plus 7. Plus den Siedler. Ich glaube aber nicht, dass das die Erlaubnis ist, mehr zu haben, weil das bräuchte ich eh, aber dann würden die. Die kommen ja alle paar Stunden, kommt ein neuer. Vorkommen, Rohstoffe. Ich muss mich mal ausführlich damit auseinandersetzen. So, wirklich schöne Brunnen. Sowohl Brunnen als auch Felder haben eine bestimmte Anzahl von Rohstoffen. Mit der Zeit stehen euch auch welche mit mehr Kapazität zur Verfügung. Okay. So, meine Spieler haben das erste Räuberlager gesichtet. Oh, noch mehr. Es wird also zu dieser Zeit, die Waffenproduktion zu beginnen. Baut schnellstmöglich eine Waffenschmiede für Bronzeschwerter. Brot, dass ich nicht lache. Brot kann warten. Was wir tatsächlich brauchen, ist Malzbier. Schließlich wollen wir eine neue Armee aufbauen. Glücklicherweise brauchen wir für Malzbier ebenfalls Weizen und Wasser. Es wird also nicht, war also nicht umsonst. Wir brauchen lediglich noch, brauchen noch eine Brauerei. Was ist das noch? Hat noch jemand Getreide? Okay, dafür kriegen wir Schwerter. Wir brauchen noch. Was? Noch ein Getreidefeld und einen Brunnen. Die bauen wir doch noch fix. Einen Brunnen. 1000 Wasser. Nicht schlecht. Und ein Getreidefeld. Und ich wollte es doch bei Gemüse düngen. Blöde Bäume sind hier im blöden Weg. Ah, sie findet mein Wortspiel gut. Sehr schön. Bringt es mir da hinten noch was? Ich baue das nämlich hier unten hin, wo es wirklich noch was bringt. Jetzt haben wir noch zwei Nebenquests gemacht, und dann muss ich auch mal wieder einen Schnitt machen. Okay, dann machen wir hier einen Schnitt.